So, und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Rabben. Wir haben ja jetzt hier alles gut abgebonert. Also in der Stadt gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu holen. Deswegen werde ich jetzt zu Dingsbums gehen, zu Lobards Hof und die umliegende Gegend. Ja, euch geht gut die Hutsause. Gut, das interessiert ihn nicht. Super. Gibt es hier noch irgendwo Suchende? Ich will nämlich mal gucken. Auf dem Bauernhof hat man sich erzählt, dass Lobards Hof halt irgendwie von Suchenden heimgesucht wurde. Und vor allem haben die alle noch ihren Geldbeutel. Ein Bauer? Nope. Ja, stimmt, der Vino ist ja, glaube ich, weg, ne? Der Vino ist weg und ich muss nochmal ins Kloster. Hey! Vino kommt nicht mehr zurück. Sie haben ihm den Verstand geraubt. Bei Innos. Hoffentlich ist dieser Albtraum bald vorbei. Die armen Leute. Schwierig. Warte mal. Na warte, du dreckiger Dieb. Ja, das habe ich mir gedacht. Schwierig kann ich noch nicht. Hey. Gib ab. Ich werd's ver... Super, armer Lobart. Warum ist denn der Suchende hier? Was hat der da zu suchen? Der Suchende, was hat der da zu suchen? Du hast schon auf die Fresse gekriegt. Du da, du da. Du hast den Weg der... Naja, komm, Weg der Magie. Es war clever, blöd gelaufen. Ja. So, ich muss gucken, ob hier noch irgendwas läuft. Alles gut, Schafe. Ich möchte euch die Wolle nicht verbrennen. Ich hab nur keine Ahnung, was die Suchenden da oben alle so machen. Malak hat irgendwo seinen Gehstock verloren. Almanach der Besessenen? Okay, keine Ahnung, was der hier zu suchen hat. Aber gut. So, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Ich will noch ein paar Kronstöckel haben, das wäre fein. Hilda! Die wilde Hilde. Machst du nicht mehr so wild, hm? Wie geht's dir? Dank dir schon etwas besser. Super. Ich weiß, was ich offscreen vorhab. Ich will alles nochmal abgrasen an Erfahrung, so viel es geht. So, das ist nicht Malak, das ist ein anderer. Der hat aber seinen Gehstock, glaube ich, verloren. Hey, du! Malet. Reg dich, hau schon ab. Da sind noch Suchende, aber vorher würde ich gerne nochmal bei Innos beten. Ich weiß nicht, ob das schon funkt. Mana plus 1. Super. Ich habe keine Ahnung, wie viel Mana wir von denen überhaupt kriegen können. Unendlich? Eigentlich nicht, aber 193 Mana. Das muss man sich mal geben. Wir hätten natürlich noch mehr in Mana investieren können. Und hätten das alles... Das wäre natürlich auch mal eine richtig geile Aktion gewesen. Alles, was es an Mana so gibt. Alles, was es so an Mana gibt oder so, so lernen. Ich glaube, bei Pyroka können wir bis zu 300 Mana kriegen. Und alles, was wir sonst an Mana kriegen, dann vielleicht später reinsemmeln. Das wäre natürlich echt eine Aktion gewesen.
Aber das macht nichts. So, ich möchte nochmal da in das Tal rein. Weil ich glaube, wir können da noch echt ein paar EP abgreifen. Ach, 485.000 haben wir. Das ist gut. Hier weiß man nie, was abgeht. Hier ist noch ein Suchender. Den kümmere ich mich gleich, weil hier muss ich ja sowieso nochmal vorbei. Wenn du in der Stadt Bösewichter erwischst. Lutero zum Beispiel, wenn du den durchkommen lässt und so weiter und so fort. Dann triffst du die hier. Lass mich in Ruhe. Arschloch. So, geh ich nochmal in Ruhe pennen. Der kann sich in der Stadt nicht mehr blicken lassen. Und der ist nämlich jetzt ein gesuchter Mann. Und die hauen dann hier ab. Fernando auch. Wenn du ihn nicht in den Knast lieferst. Warum sind denn hier zwei Suchende? Wenn der andere mich jetzt anspricht, der andere angreift, dann werde ich aber sauer. Ja, ja. Der andere. Die sind hier ja jetzt richtig am Werk, ne? Also ich muss sagen, ich habe selten so viele Suchende gesehen. Vor allem immer zwei Stück. Warum? Warum? Was habe ich getan? Yo. Die Kutte von denen sieht schon geil aus. Ne? Ja. Dein Meister wird mir auf die Fresse hauen. Und genauso wie du es ja angeblich schaffst. Und im Endeffekt dann doch nicht. Ja, hier gibt es halt auch noch ein paar Sachen. Keiler. Die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt hin? Ohne jetzt runterzufallen. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwo was gibt. So, hier gibt es noch ein paar Keile. Das ist an sich kein Problem. Wir können uns ja wegporten, wenn wir hier nirgends hinkommen. Gut. Frage ist, war ich hier schon? Will ich hier hin? Ich glaube, hier oben gibt es noch was. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Hallo Fleischschwanze. Danke für die EP. Tschüss. Hallo Jungs. Tschüss. Tschüss. Gibt's hier noch was? Ja, hier gibt's auch ein paar Barane. Super. Tschüss. Ja, die sind jetzt echt keine Herausforderung, ne? Hallo Riesenratte, komm runter. Hallo Riesenratte. Hallo Baran. Ja, hier gibt's halt nur noch ein paar Monster. Nicht viele, aber ein paar. EP sind EP. Wir hätten natürlich auch den ganzen Jagdscheiß lernen können und hätten die hier alle auf ganzen Trophäen einsammeln können, hätten auch Kohle bekommen, aber auf der anderen Seite 4000 Gold. Warte mal, hä? Spruchrolle? Eine Feuerfallspruchrolle, ja, gegen die paar Warane ein bisschen low. Habe ich die Keiler schon ausgebeutet? Ich meine, ja! Ja, die sind weg. Okay. Okay, die Keiler sind despawned. Bedeutet, die sind alle. Alle all. Alle all? Alle all. Alle aller. Habe
ich früher als Doppelhopsam gesagt. Wirklich alles aller? Ja, alles all. Alles leer. Leer aller. Nicht aller im Sinne von hallo, 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 sondern eher so im Sinne von all. Leer. Nicht missverstehen. Obwohl ich als kleines Kind ja schon gerne die Bomben gebaut habe. Nee, komm, Spaß beiseite. So, Xardas Turm wird halt auch noch interessant. Den könnten wir eigentlich auch nochmal angucken. Da ist eigentlich nicht viel. Da laufen nur noch ein paar Dämonen rum. Hier in dieser Höhle gibt es, soweit ich weiß, keinen Despawn. Oder? Ich will hier nämlich nochmal ein bisschen aufräumen. Aber jetzt nicht so extrem. Naja, zwei Parts mal, wo wir nicht mit der Story weitermachen. Das ist in Ordnung. Oder drei. Entschuldigung. Das war irgendwie zu stark gepresst. So, ich habe hier alles abgegrast. Ich will halt nur gucken, ob hier noch irgendwo ein Respawn gibt. Und ob man mit den Dracheneiern noch mehr machen kann. Gibt sonst keine Mistviecher. Auch keine Wölfe? Was macht denn da ein Suchender? Vor allem hier. Weißt du? Der leuchtet, wenn ich ihn anvisiere. Ja, ja, mein Meister ist der wirklich vernichten. Andersrum. Ich bin dein Meister und werde dich vernichten. Und dein Meister wird mir später, also mit einem harter Kampf. Wenn ich ganz ehrlich bin. Echsenmensch! Ha! Hi! Ah, viel zu viele Sumpfquallen hier. Na, kommt her. Sind hier nur zwei. Echsenschwert, Echsenschwert, was mache ich mit dem Echsenschwert? Na, kommt her. Ihr seid. Wow, zu dritt! Hm, nicht so geil. Da ist nichts zu holen. Naja, wenigstens kann ich eine Vollheilung machen. Schade, dass sie nichts haben, ne? Ich bin mal lieber am Speichern, wer weiß, was hier abgeht. Ich glaube, in allen von diesen Höhlen gibt es jetzt ein paar. Aha. Aha. So ist das also. Ihr Lümmel. So, Xardas Turm ist jetzt die Frage. Was mache ich mit Xardas Turm? Will ich den jetzt schon abgrasen oder nicht? Es wäre schön, wenn noch ein bisschen Kräuter-Respawn geben würde. Keine Ahnung, noch ein paar Kronstöckel. Oh, ja, schön. Aber ich habe sonst nicht viel. Ne? Das Gitter haben wir abgegrast. Das Gitter abgegrast. Im Kloster könnte ich noch mal nachgucken, ob die da noch irgendwas zum Verkauf haben. War da irgendwas? Hä? Ne, okay. Ich dachte, ich hätte da irgendwas übersehen. Lass mich mal kurz überlegen.
Will ich jetzt schon Xardas klatschen? Also nicht Xardas klatschen, sondern die Dämonen in seinem Turm. Die sind eigentlich vielleicht nicht so schlecht. Aber das Problem ist halt auch, dass die dementsprechenden Viecher... dass Pyroka mich auf eine Quest schickt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Quest schon weitermachen möchte. Weil die wird nämlich jetzt so ein bisschen interessant, was das Kloster... Ach komm, weißt du was? Scheiße, Hund drauf. Ich habe alles gemacht, was ich kann. Der Rest ist halt wirklich... Xardas, Taverne, Hafenstadt. Pasmintal, Korinis, Dämonenturm, Burg, Kloster. So, jetzt will ich hier nochmal gucken. Milton kann mir auch nichts mehr beibringen. Ich will jetzt erstmal mit den Jungs hier mit allen quatschen. Vino! Ja, ja, schon okay, die Jungs. Super. Das gibt doch nur. Ah, gewagt. Ich will natürlich hier auch die Klostermänner erleichtern. Man erzählt sich ja so einiges. So, Jorgen! Mach dir keine Sorgen, lieber Jorgen. Ich werde mir was von dir borgen. Novize, er hat nix. Gorax. Was hast du denn hier? Hast du irgendwas Interessantes? Nö, hast du nicht. Doch. Mana trinke. Kosten aber viel. Sau viel. So, normaler Novize. Ja, Wein im Regal, so wie sich das gehört, natürlich. Kloster und Wein. Babbo! Wer ist denn hier der Babbo? Du darfst den Glauben niemals verlieren. Nein. Ich meine, das würde ich niemals tun. Ehrlich. Uns allen werden oft schwere Prüfungen auferlegt. Ja, Meister. Ich werde immer daran denken. Danke. Keine Ahnung. Was sollte das denn? Ist das meine Bitch oder was? Geil. Na gut. Von mir aus. Von mir aus. Das ist so weit weg. Gehe ich mal bis morgens pennen, weil hier mit halben Dingsbums möchte ich ungern rumlaufen. Ah, Samstag. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf Gothic 2. Denn bald ist es mit dem Spiel vorbei. So, Novize, Babo, Novize, Novize, Babo, Novize. Ja. Okay. Hier war ich. Hier links möchte ich noch hin. Marduk, kann ich dir? Nee. Eiswelle? Oh, Eiswelle ist natürlich geil, ne? Ich glaube, ich habe die 25 Stärkepunkte verkackt. Inocello. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit im Gebet. Gut. Inocello. Ah, super. Inos schickt mir ein Mana. Geil! Was habe ich denn jetzt? Oh, 194. Geilo! Geilo, Milo! Hey! Hyglas! Unter. Großer Feuersturm, großer Feuerball, kleiner Feuersturm. Alles ganz nett, brauche ich aber echt nicht. Schon was raus? Also ich bin mir ja nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einem Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Okay.
Karras. Hey. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. So, jetzt will ich ja dem ersten Mal um sein Geldbeutel erleichtern. Der sieht so schwer aus. Zeig mir. Was hast du denn? Du hast nichts außer Spruchrollen. Die interessieren mich nicht. Unter. Dämon beschwören. Wäre natürlich geil, ne? Dämon beschwören? Puh. Das hätte ich vielleicht wählen sollen. Scheiße. Anstatt 25 auf Stärke. Ja, gut, muss ich später nochmal hin. Aber ein Dämon beschwören ist natürlich ganz geil. Dann muss ich mir aber nochmal aufschreiben, was der. Was für Runen ich so brauche. Was ich für die Runen brauche. Ups. Fünfter Kreis. Okay. Sekunde. Füllstift genommen. Der Dämon. Eiswelle großer Dämon beschwören. Herz eines Dämons. Gut, die Frage ist nur, wo kriege ich das her? Weil ich habe das nicht gelernt. Ha, ha, ha. Eiswelle, Quetscher, Quadrat und Aquamarin. Und das ist wahrscheinlich die letzte Kreis Nummer 6. Prüfung des Feuers. Nee, das ist der fünfte Kreis. Ich will aber den sechsten Kreis lernen. Vierte Kreis interessiert mich nicht. Ich will gucken, was ich für den Feuerregen brauche. Der sechste Kreis, hier haben wir doch. Feuerregen, was frisst der? Pech, Schwefel und Flammenzunge. Pech, Schwefel und Flammenzunge. Ich glaube, das haben wir sogar alles. Das wäre sehr, sehr geil. Armee der Finsternis wäre natürlich auch geil. Herz eines Steingolems, Herz eines Dämonen. Boah, leck mich. Guck mal, Armee der Finsternis frisst so viele Zeug. Das ist aber eigentlich geil, weil du beschwörst dann 9 Skelette, die für dich kämpfen. Armee der Finsternis, Knochen eines Skeletts, schwarze Perle, Herz eines Steingolems, Herz eines Dämonen. Monster schrumpfen. Knochen eines Goblins, Trollhauer. Todeswelle, Knochen eines Skeletts und schwarze Perle. Todeswelle können wir machen. Todeshauch ist eigentlich auch ganz geil. Schwarze Perle und Kohle. Aber mich interessiert eigentlich nur der Feuerregen. Oh, der sechste Kreis, darauf freue ich mich schon. Das sind richtig schöne Zauber, die wir da lernen können. Die Frage ist, wo kriegen wir den ganzen Geschiss her? So, wir haben hier alles gemacht, was geht. Jetzt müssen wir runter in den Keller. Da geht es nämlich weiter. Vielleicht schneide ich den Part auch so, dass wir das beim nächsten Mal. Ja, doch, das machen wir beim nächsten Mal. Ne? Eigentlich ganz gut. Bis dahin. Ciao.